herzlich willkommen zurück in meiner Küche in der wunderbaren Kräuterzeit. Heute möchte ich Ihnen einfach eine grüne Soße zeigen. Idealer Begleiter jetzt im Sommer zum Grillen oder auch zu unserem Fisch in Kräuterkruste oder zu den Liebstöckelpuffern. Alles Rezepte, die Sie schon kennengelernt haben oder vielleicht noch kennenlernen möchten, wenn Sie unsere YouTube-Filme anschauen. Ja, für die grüne Soße benötigen Sie gar nicht viel. Wir nehmen einen Becher Schmand, geben hier rein. Zu dem Becher Schmand gebe ich die doppelte Menge an Joghurt. Es kommt etwas Senf mit rein dazu. Etwas Salz und Pfeffer. Dann kommt der Knoblauch. Beim Knoblauch wollte ich Ihnen zeigen, oft ist das Schälen sehr mühsam. Ich habe mir angewöhnt, dass ich hier unten das ganz dicke Stück wegschneide und dann kommt er mit samt der Schale in die Knoblauchpresse. Einmal draufdrücken. Unten kommt der Knoblauch raus. Und meistens hat man auch noch den Vorteil, dass der Rest der Schale hier an dem Stempel hängen bleibt und dass auch die Knoblauchpresse leichter zum Saubermachen ist hinterher. So, als kleinen Tipp am Rande. Wenn das hier alles drinnen ist, dann verrühre ich das einfach mit dem Schneebesen, bis eine glatte Masse entstanden ist. Nur so etwas. Der Geschmack kommt durch den Senf erstmal, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Tja, und jetzt haben Sie die Grundsoße für jede grüne Soße eigentlich. Und da können Sie jetzt ganz beliebig Kräuter reingeben, was Sie möchten. Was ich immer total gern drinnen mag, das ist der Dill, die Pimpinelle, aber auch im Sommer, wenn es zum Grillen ist, das Basilikum. Gibt immer ganz tollen Geschmack. Was wollte ich Ihnen noch zeigen? Den Borage wollte ich Ihnen noch zeigen. Momentan ist er ja noch ganz jung, ist aber trotzdem stark behaart und ist ein bisschen stachelig. Den müssen Sie immer wirklich erstmal in Streifen schneiden. Wenn er etwas älter wird, nimmt man dann oft diesen mittleren, diese Blattrippe heraus, weil die sehr hart ist. Und dann legen Sie ihn quer, hat einen leicht zitronigen Geschmack auch und ist ein ganz tolles Würzkraut für den Salat. Ja. Und woher Sie vielleicht Borage noch kennen, ist von den Blüten. Denn diese lila Sternchen, die sind, wenn, ja, es dauert jetzt noch so 2-3 Wochen, bis der Borage anfängt zu blühen, die sind auch essbar und sind eine Zierde für jedes Essen eigentlich. Auch für viele Desserts kommen diese lila Borage-Blüten drauf und geben dem Dessert nochmal eine ganz besondere Farbe. Ja, die Kräuter sind alle gewaschen und getrocknet. Vorhin erst geholt aus dem Garten. Sie müssen gar nicht, gerade bei dem feinen Dill jetzt auch mit den von den Stielen zu viel wegtun, die kann man alle mit reinschneiden. Nochmal der Tipp, achten Sie beim Kräuterschneiden drauf, dass Sie sie klein schneiden, aber dass Sie das mit einem ordentlichen Schnitt machen und nicht hacken. Denn wenn Sie hacken, das haben Sie vielleicht schon mal bemerkt, haben Sie am Schluss mehr Grün auf Ihrem Brett, als Sie eigentlich dann hinterher noch in den Kräutern drinnen haben. Die ätherischen Öle verflüchtigen sich, die verschwinden. Und dann haben Sie leider nicht mehr den guten Geschmack, weil einfach viel gequetscht ist drinnen. Ich habe jetzt hier diese grundgrüne Soße. Ich gebe jetzt hier meine Kräuter rein. Was mir einfällt, was mir noch fehlt drinnen, das ist noch ein bisschen frischer Schnittlauch. Den habe ich jetzt ganz übersehen. Aber wir haben vorhin im Garten so viele verschiedene Kräuter geholt. Da kann schon mal passieren. Und Sie sehen, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen mit dem Schnittlauch. Der steht jetzt auch ganz kurz vor der Blüte. Eine wunderbare Bienenweide. Die Hummeln lieben den Schnittlauch. Eine schöne Zierde, die auch den ganzen Sommer über in ihrem Garten stehen kann. Vielleicht überlegen Sie mal, ob Sie den einen oder anderen Stock für die Bienen stehen lassen und zum Blühen kommen lassen. So können Sie auch was für die Insektenvielfalt tun. So, ich gebe den Schnittlauch noch mit rein. Ja, Sie könnten jetzt im Frühjahr auch noch
Sauerampfer suchen und mit reingeben. Kresse könnte man noch mit reingeben. Das ist ganz von ihrem Geschmack abhängig, was sie gerne haben. Ich gebe jetzt hier noch den Schnittlauch mit rein. Rühre alles gut durch. So, eine wunderbare grüne Soße haben wir fertig gemacht. Und dass sie richtig glänzt, habe ich für sie noch eine schöne essbare Blüten obendrauf. Löwenzahn, ich habe hier Gänseblümchen, ich habe hier eine Taubnessel dabei. Und sie bekommen dadurch auch nochmal extra Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und sie machen ihr Essen einfach zu einer Augenweide und nicht nur zu einem Gaumengenuss. Ja, so ausgarniert mit den essbaren Blüten ist das auf jeden Fall der Hingucker auf jedem Buffet. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg und guten Appetit mit der grünen Soße und gleich sehen wir uns bei der Kräuterbutter wieder.